Hier bin ich im Milon-Zirkel und manche, die lachen da ja drüber und sagen, das ist ein Hausfrauenbereich oder da trainieren nur die Weicheier. Aber ich habe jetzt heute das absolute Gegenteil erlebt. Und zwar hat man hier bei den Geräten zwar eine sehr eingeschränkte Bewegung, also einen noch eingeschränkteren Bewegungsablauf bei geführten Geräten, aber man hat die Möglichkeit, die negative Wiederholung mit einem Delta zu versehen zur positiven Wiederholung, kann also die exzentrische Bewegung schwerer gestalten als die positive. Und das hat für mich einen besonderen Reiz. Und beim Bauchtraining selber, da habe ich nicht oft die Möglichkeit, mit Negativsätzen zu arbeiten. Hier habe ich mir dann beim Negativen ein Delta von 30 Kilo mehr draufgelegt. Da habe ich dann schon gesehen, dass ich große Schwierigkeiten hatte, das Gewicht in der negativen Wiederholung überhaupt zu bremsen. Dass es mich nicht komplett nach hinten geschlagen hat, ist ein Wunder. Man sieht auch ein Stück weit, dass das Abbremsen mir schwerfiel, weil der hintere Aufschlag manchmal etwas rau war und nicht so weich gebremst, wie es eigentlich hätte sein sollen, wenn ich noch mehr Kraft aufwenden hätte können. Geil! Ich liebe Bauchgeräte. Weil ich liebe ja Bauchtraining und das hier ist ein richtig geiles Teil. Folterstuhl.